Wo sind denn alle hin? Sie sind am Kalesch. Wir bereiten uns auf den finalen Schlag vor. Es ist soweit. Alles oder nichts. Sabal spaltet den goldenen Pfad. Er sabotiert unsere Zukunft, AJ. Genug ist genug. Bittest du mich darum, ihn zu... Ich sage, du sollst ihn töten. Und ich bin äußerst pingelig bei meiner Wortwahl, AJ. Er darf sich nicht herauswinden. Übrigens, dachtest du wirklich, er duldet es, dass du ihn verrätst und dich mit mir verbündest? Nein. Es wäre zu riskant, wenn er überlebt. AJ, sei vorsichtig. Der goldene Pfad braucht dich. Ich auch. So, na dann. Diesmal hier nicht das Ziel Pergamin, sondern Sabal. Was bringt mir jetzt hier der Gleiter? Ich muss hier hinten irgendwo hin. Deshalb brauche ich ja eigentlich gar nicht... Oh, mit MG hier. So, wo genau müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo steckt denn der kleine Lümmel? Hier. So, zum Geschützwechseln war auf C. So, wow. Oh, AJ. Ich sehe deine verkniffenen Brauen buchstäblich vor mir. Hagan, was willst du? Na, ich rufe nur an, um zu hören, wie es dir geht. Man sagt, deine kleinen Freunde wären zerstritten. Ist sicher hart für dich, wenn du da mittendrin steckst. Entscheidungen sind schwer. Glaub mir, ich weiß das. Eigentlich solltest du mir für ein paar meiner Entscheidungen dankbar sein. Entscheidungen wie... Juma, ich war live im Fernsehen, um sie dir zu servieren. Und ich hasse Fernsehen. Radio ist viel eher mein Ding. Und du... Oh, du hast die Chance genutzt. Arme Juma, die wird mir fehlen. Es war eine schwere Entscheidung, dich hier vorzuziehen. Aber es war richtig so. Du wirst sehen. Ja, ich weiß, du hast es eilig. Du musst wohin? Sachen zerstören. Lass dich nicht davon abhalten. Vergiss es nicht, AJ. Entscheidungen haben Konsequenzen. Jo, labert er mich hier voll. Ich wende mich jetzt mal direkt an Pan an. Hörst du mir zu? Du blödes, ungeficktes Stück Scheiße einer sibirischen Bergziege, du Arschlochgefickter Hurenficker, du! Alter, ist genau ab. Oh, halt doch die Fresse, ich will das anhören! Der ist gerade voll ausgetickt. Oh, meine Güte. Weiber, echt, hey. Wenn du ihn tötest, hilfst du den goldenen Pfad zu einem und zu verhindern, dass in dem Moment, in dem Pagan besiegt wird, ein zweiter Bürgerkrieg ausbricht. Es ist das Beste für Kyrat. Drück den Abzug, wenn die Zeit gekommen ist. Ich vertraue darauf, dass du das Richtige tun wirst. Ja, meine Güte, es hat der Rabbi Rayvana so eine geile Story angefangen und die quasselt wieder zwischen rein. Meine Güte. So, wir dürfen hier irgendwo nach oben gehen. Der hat sich vielleicht irgendwo verschanzt. Wird jetzt alleine sein oder werden da auch noch Gegner sein? Weil dann müssen das ja Leute sein vom goldenen Pfad. Dann muss ich eigentlich irgendwie meine eigenen umbringen, oder? Ich weiß es nicht so ganz. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Okay, er packt auch die Knarre weg, also... Ja, alles klar. Moment, zuerst die Mühle. Nehmen wir die noch mit. So, dann können wir mit dem Gleiter weiter. Alles, was etwas bedeutet hat, ist jetzt wertlos. Wegen dir.
Und was wirklich traurig ist, Bruder, du übergibst das alles hier an Amita. An Amita! Glaubst du, sie kann Kyra retten? Wie? Mit Drogenfeldern, soweit das Auge reicht? Mit Selbstmordnetzen in Fabrikstädten, wo Männer, Frauen und Kinder frei sind, arm zu sein? Es ist ein Land der Möglichkeiten, in dem jeder ein Sklave ist. Glaubst du, das wäre das Land, in dem deine Mutter ihre letzte Ruhe findet? Also, wie wird das enden, Bruder? So, ja, erstmal mit deinem Tod. Er wollte die Kyra befreien und dann, was ist dann? Ohne Geld, ohne gar nichts. So, und nun? Sabal ist kein Problem mehr. Ich kann's nicht glauben. Es tut mir leid, AJ. Es musste sein, aber das macht es nicht einfacher, oder? Aber darum kümmern wir uns später. Erst müssen wir dieses Land befreien. Alter, was genau denn ab? Ich würde mal sagen, erstmal tue ich hier den Außenposten befreien. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, wir haben hier eine goldene Pfadmission. Nichts mit Amita eigentlich. So, landen tue ich mal. Oh, ich hoffe, das klappt auch hier. So wie es gedacht ist. Ja, war doch gar nicht so schlecht. Weil wir jetzt noch ein bisschen besser machen können, aber ja. So, der macht hier gerade was. Ist die Frage, ob ich den einfach hier abballern kann. Oh, hier haben wir irgendwo einen Käfig. Glaube ich mal. Doch hier. So, komm, geh da rein. Genau. So, komm, geh kaputt. Sehr schön. Na, ist ich auch schon tot. Hat er nur einen getötet. War ja kein effektives Tierchen. So, wo sind noch welche? Oh, hier kommen sie. Oh, der hat mich fast gesehen. So, ah, come on. Oh, es geht aufs Dach hoch. Nein! Alter, die haben mich aber nicht gesehen. Ganz knapp. Wirklich ganz knapp. So, wo ist denn der hin? Der hat mich, glaube ich, auch nicht gesehen. Aber eine Granate geworfen. So, der Mörser war da links vom Haus. Nein. Okay, jetzt geht's los. Der ist kaputt. Oh, Headshot, ohne zu zielen. Super, da ist noch einer. Na, aufs Dach geworfen. Auch nicht so super. So, und wo sind die jetzt? Bitte 30 Sekunden da. Wir kommen von Norden. So, und wo ist Norden? Ach, da. So, kommt der jetzt mal irgendwo hier? Na, jetzt kommt er. So,
So, ja genau, geh wieder runter. Ich gehe mal in den Mörser. So, flump. Ah, nichts getroffen. Oh, was haben wir hier Schönes? Ich glaube, zwei getroffen sogar. Oh, das wird, glaube ich, schön. Ja, geht in den Wald rein. Was? Aus der Luft? Übertreibt. Ah, ich treffe ihn gar nicht. Dann halt einmal so. Kommen die wirklich aus der Luft, hey? So, hier einer. Ah, einer geht an den Alarm hin. Glaube ich mal. So, einen haben wir getroffen. Der kommt jetzt aber zu mir. Ein Wechsel. Ja, natürlich. Ich habe doch alle getroffen. Fast alle. So, 8 Außenposten noch. Dann hätten wir die auch. Diesmal leider ein bisschen unschön, aber dafür mit Action. War jetzt nicht so beabsichtigt. So, haben wir alles nachgeladen. Jo. Okay. Dann kümmern wir uns mal noch kurz um das Poster hier. So, kann man hier einmal auf den Käfig klettern. Und dann kann man ganz einfach hin. So, und dann... Was machen wir dann? Wo ist hier die goldene Pfadmission? Einmal hier oben.